Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 und den Katzen Let's Play Folge. Letztes Mal haben wir Babykätzchen bekommen, die kleine Fini. Ja, und die Sina ist schwanger. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Liebe Katzen, wart ihr das? Die Sina ist auch schwanger. Bäm. Ja, und die macht hier den Garten noch. Ein bisschen Kohle brauchen wir ja doch auch. So ein Kind ist ja doch auch teuer und wir wollen ja auch ein Kinderzimmer, ein Babyzimmer einrichten, ne? Na klar. Da müssen wir auch ein bisschen Kohle verdienen. Sina, die spielt ein bisschen Klavier. Das haben wir aber erst angefangen. Und sonst haben wir eigentlich nur den Garten und die Katzenzucht. Und ja, der Felix, der ist Programmierer. Was machst du denn da? Zockst schon wieder FIFA hier. Mann, hier. Sehr cool. Und du musst jetzt hier mal ein bisschen auch noch was arbeiten, würde ich sagen. Na komm, mach mal ein bisschen was hier. Mach mal was. Mach mal programmieren, freiberufliche Arbeit beginnen. Oder was machen wir? Oder Programmieren üben? Ich weiß nicht, was bringt denn am meisten? Erstmal Fähigkeit leveln oder gleich hier arbeiten? Ne? Das weiß man nicht so genau. So, Sina, wie geht's dir? Alles gut? Ich bin gespannt, wann das Baby kommt. Wir sind hier im zweiten Trimester. Das dritte beginnt in 16 Stunden, sagt das Ding mir hier. Sina ist jetzt mit fortgeschrittenem Stadium ihrer Schwangerschaft und freut sich darauf, Mutter zu werden. What? Svea geht auch. Die waren letztes Mal alle zu Besuch, haben das Baby gefühlt, ne? Alle mal ankrapschen. Was? Wir haben soeben die Computersysteme unserer Firma analysiert, um es kurz zu sagen, es sieht nicht gut aus. Wie kann es sein, dass alle das Passwort Sternchen, Sternchen, Sternchen haben? Du musst uns helfen. Ja, das machen wir. Felix, unser Programmier-Champion. Sieht gar nicht aus wie so ein Kellerkind, ne? Ist aber eh klischeehaft. Wir haben hier so ein Arbeitszimmer, aber das muss das Kinderzimmer werden. Felix, du musst bald irgendwie mit deinem Rechner irgendwo anders hin. Ich weiß noch nicht genau wo. Die Sina hat sich ja hier breit gemacht, ne? Mit ihrem Mädchen-Katzenhaus, Katzenlady-Charme. Vielleicht kriegen wir dich irgendwo anders unter. Ich weiß es noch nicht, sonst kommst du auf den Balkon, solange es kein Wetter-Add-on gibt. Oh, Sina, ich bin voll verspielt. Bist du müde? Oh ja, du darfst ein bisschen schlafen. Das ist immer noch diese Streifenkrankheit. Dass ich beim Tigerkatze. Tigerkatze angesteckt oder was? Mach mal das Ding hier an. Komm, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir da irgendwie jetzt was hinkriegen. Wir müssen. Ah, der ist jetzt am Rechner. Können wir das am iPad bestellen? Wo hast du das denn? Können wir Medizin kaufen? Können wir da nicht. Wieso gibt's hier keinen Shop? Wieso gibt's hier keinen Job, Mann? Ich bin schon wieder eingependelt hier. Dann müssen wir. Wie machen wir das denn? Felix kann noch was kaufen, oder? Felix kann was kaufen, Medizin kaufen. Oder nee, wir können das, glaube ich, nur anklicken. Ich glaube, wir müssen ja nicht mal rangehen, ne? Immer so ein bisschen doof hier. Wir müssen mal Bestellung und dann Medizin kaufen. Ich glaube, das ist dann schon im Inventar, ne? Ja. Ja, guck mal an. Hier Prime Instant. Delivery hier, nicht mal Drohnen mehr, ne? Medizin nehmen. Nimm die mal bitte. Ich habe ein bisschen Angst wegen Medizin und Baby, aber ich glaube, das ist in Sims harmlos, ja. Ja, ein bisschen Glitzer und schon ist gut hier. Und Streifen sind weg, oder? Yes, Sina hat Medizin genommen und die Erkältung besiegt. Ja, ich bin auch ein bisschen verschnupft hier, ne? Ihr hört das vielleicht auch. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer. Oh, Schlängi Mängi. Ach, seid ihr süß hier. Ich will die nicht abgeben. Das ist so gemein. Ach nee. Du hast Angst vor dem Staubsauger auch. Aber wir können nicht so viele Katzen haben. Das tut mir echt weh. Das tut mir wirklich shitake weh hier. Wir müssen das aber machen. Es ist halt Katzenzucht. Ihr habt gewotet. Ich schieb's auf euch. Ihr seid schuld. So. Komm, mach mal. Wir müssen nochmal anrufen. Wir müssen dann auch hier reparieren hier. Oh. Felix, wie sieht's bei dir aus? Klappt das alles, oder? Alles gut. Alles gut bei euch, ne? Alles läuft. Wir können auch mal irgendwie einen Ausflug mal wieder machen, oder? So ein bisschen an die frische Luft. Vielleicht können wir irgendwo hingehen. Dann. Oh, jetzt kommt der Service hier. Tier verkaufen. Das geht auch in der Nachbarschaftsansicht. Müssen wir nochmal zurück hier am besten, ne? Hat das jetzt geklappt? Ich hoffe doch. Ja, nein, eigentlich nicht. Das ist Mann. Schnell geklickt, hier weg. So, genau, bisschen hier wieder mit der Rohrzange hier, mit der Rohrzange. Hier am Abfluss rumwerkeln und dann ist da oben das dicht. So geht das in Sims, ne? Sina, du weißt schon, wie das läuft hier.
Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Wir wollen dich nicht mal kennenlernen. Sonst ist es noch schlimmer. I'm so sorry. Boah. Und die kommt schon hier. Bäm. Teile plündern, sehr traurig. Na toll. 24 Stunden Miau zum Abschied. Ja, wir räumen den Müll zusammen. Und wischen mal auf. Tut mir leid. Ach nee, das ist wirklich fies. Wir dürfen nicht Katzenliebhaber sein, wenn man eine Katzenzucht macht, ne? Fini wurde verkauft und von Adoptionsdienst abgeholt. Er wird nun in ein besseres Zuhause bekommen. Er? Ich dachte, sie? Das ist doch eine sie. Mann, ist die Katze weg. Sieh da! Wir verkaufen mal was, aber das Geld macht dich nicht glücklich, ne? Katzen machen dich glücklich. That's it. Ich weiß, ja. Aber, ja, ein bisschen Geld haben wir auch bekommen für die Cat. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel. Jetzt kannst du deine letzte Erdbeere essen, damit es ein Mädchen wird. Ach, ich bin jetzt schon wieder so schlecht drauf. Das nervt mich voll. Du gehst jetzt ein bisschen hier, kann man da nicht irgendwie, wie war das? Pflanzen weinen oder so, mit Tränen gießen, irgendwie sowas. Weil das ist schon alles hier wieder Mann. Mit Tränen gießen macht das mal ja auch jedes Mal. Dann geht es nämlich schneller vorbei. Und dann trösten wir uns mit den Kätzchen. Ach, ist das wieder alles ekelhaftig hier. Nö. Ist ja daneben gegossen. Was soll ich das jetzt nochmal machen, oder wie? Ja, mach das mal bitte nochmal. Mach mal gegen Käfer einsprühen. Und dann alles bewässern nochmal. Alles ernten. Bewässern. Und ja, ist okay soweit. It's okay, it's alright. Das schieben wir dem Felix in den Arsch, diese Schrauben da vom Verbessern-Ding, weil er hat noch mehr von dem Zeugs. Dann können wir bald Sachen verbessern. Können wir hier eigentlich auch schon was verbessern? Wir müssen hier ja noch irgendwie mal gucken, dass wir das, ne, bessere Grafik. Level 9. Wollt ihr mich verarschen? Grafikkarte, RAM und ein IP-Spoofer. What is this? Um seine IP-Adresse zu verschleiern, oder wie? So. Oh, ist das hier schön, dieses Licht, ne? Sina, du auch. Leon ist weggelaufen. Nein! Hallo, da springt er ja noch. Stopp! Können wir den jetzt anklicken? Was ist los? Leon beruhigen. Da läuft er wirklich weg. Nein, wieso? Wenn du am Computer eine Suchmeldung aufgibst, findest du ihn möglicherweise schneller wieder. Wo ist er jetzt hin? Mann, sieht ja voll cool aus. Hier mit dem Staub sogar wird hier aufgewirbelt. Ach Mann, das ist ja wieder so ein tolles Dings hier wieder, ne? Ich vermisse meinen flauschigen Freund. Hat Sina etwas Falsches gesagt oder getan? Das Haus wird sich leeren, wenn ein Tier weggelaufen ist. Gib am Computer oder Telefon eine Vermisstenmeldung auf. Das gibt's da nicht jetzt, oder? Ja, wir haben zu viele Katzen. Wir kümmern uns nicht um alle. Kummer-Hotline anrufen. Suchmeldung nach vermisstem Tier posten. Das machen wir mal. Auf Simstagram hier, oder? Sina. Ich sprühe noch ein bisschen rum. Deine Chemiekeule hier. Felix, wie geht's dir? Alles gut, oder? Woo! Yay! Okay, alles gut. Ich lass dich. Ist alles gut. Wir sehen noch das Verwenden. Und dann gehen wir aber schlafen. Mach mal ein Techtelmechtel, das geht ja gut, oder? Ja. Sprühst hier noch. Wie wild sprühst du hier noch? Ja, da muss man hier gucken, ja? Da muss man gucken. Und ich möchte keinen Gärtner engagieren, der kostet ja auch wieder Geld. Wenn die Rechnungen wieder kommen, wir haben doch wieder hier alles am Arsch hier dann. Gut. Wir müssen öfter Gäste einladen, die Zeug aufräumen. Kommen die Katzen raus, ne? Aber ihr läuft nicht weg hier. Tröstliche Umarmung. Schnee wecken, ne? Das schläft ja noch gar nicht. Ach ja, ach Sina, es tut mir so leid. That's the game hier, das ist das Spiel. Trip. Komm, dann lass mal das Techtelmechtel. Wir müssen erst uns um Sina kümmern, richtig. Ich glaube, Techtelmechtel bringt nichts für Traurigkeit, oder? Hast du es jetzt gar bald hier? Come on, mach mal hin, ey. Ich mach mal ein bisschen schneller. Ausnahmsweise. So. Dann müssen wir jetzt hier noch das Zeugs verkaufen gleich. Die Rosen bringen ja richtig viel. 513 für 27 Stück.
Sehr gut. So muss das sein, Sina. Sehr traurig. Aber es nimmt schon ab. Das müsste helfen. Die Suchmeldung von Sina müsste bewirken, dass alle nach Leon Ausschau halten. Ja, guck mal alle. Tröstliche Umarmung. Probleme gestehen an. Trost suchen. Ist ja cool. Streicheln. Meine Schneekatze, ne? Die stirbt bestimmt auch bald. Dann haben wir noch mehr problematisches Problem schon hier. Tröstliche Umarmung. Genau. Mit der Shelly-Katze. Wo bist du denn? Shelly Schneekli. Komm, Tiger. Oh, meine Katzen laufen weg und du bist noch da. Bitte bleib hier, ja? So. Miau, miau. Was das schon oder was hier? Aber wir haben doch genug zu fressen. Alles habt ihr doch. Ihr Menschies, ihr. Müssen sich auch tröstliche Umarmung machen. Wir machen das, weil das geht richtig schnell dann runter. Das sind alles flauschige Katzen. Und dann geht das hier schneller zurück, ne? Das will man ja. 9 Stunden noch. Guck mal, das kriegen wir hin, Sina. Gleich bist du nicht mehr traurig. Du hast ja noch ganz viele andere Katzen. Das ist nämlich eigentlich auch perfekt. Das ist eigentlich auch richtig, ne? Das sind noch so viele Cats. Und die hast du ja noch. Du musst das Positive sehen. Und ja. So ist es halt. Kannst du den Entwicklern einen Brief schreiben. Ich möchte mehr wie 8 Sims in einem Haushalt haben. Wobei das auch reicht, ne? Also 4 Katzen sind ja auch schon krass. Man schon sagen. Oh, das Handrang wird falsch. Scheiße. Oh nein! Pieselst du da hin? Kannst du sagen, die Katzen waren's. Na toll. Aufwischen. Arbin. Alles stinkt hier schon wieder, Mann. Aber du bist hier Blitzputzerin, ne? Wollen wir mal aufräumen. Alles aufräumen. Guck mal an. Und dann schnell was mampfen. Schnelle Mahlzeit. Da war's doch gerade hier so. Mach mal. Was ist denn gut? Apfelmus, oder? Apfelmus. Das ist gut. Das ist gesund und ein bisschen Zucker und dann bist du fit und ja, 4 Stunden noch. Miau zum Abschied. Weil dir verloren hat. Als Katzenfreundin ist Sina ziemlich traurig, eine Katze aus ihrem Haushalt zu verlieren. Und der Leon ist abgehauen. Mann, echt mal. Du siehst aus wie Sau. Du warst auf dem Garten. Du kannst auf den Garten schieben. Wenigstens tut die Spülmaschine wieder. So, du bist jetzt schon im Bett. Mann. Das wird hier nichts mehr mit euch. Mit euch kann man nichts hier arbeiten. Hier, hallo. Wäsche ausräumen, sauber und trocken. Guck mal. Und weglegen. Mach das mal. Und dann machst du hier mal Taschen durchsuchen und dann Wäsche machen und an die Waschmaschine stecken. Bitte, danke. Ein bisschen musst du noch arbeiten. Sina. Wieso ist Felix eigentlich traurig? Hat er das gar nicht gecheckt, oder was, dass die weg ist? Die freuen sich alle über die neuen Klamotten. Ah, doch, du bist auch traurig, ne? Ah ja, aber wegen Leon. Ah ja, okay. So. Felix könnte ja die Kameras in der Stadt hacken und dann irgendwie gucken, ob es hier, ja, wo Leon ist, hier mit 24 Simoleons gefunden in den Taschen. Wo die immer herkommen? So. Und jetzt bitte Wäsche waschen. Dankeschön. Und dann kannst du jetzt ins Bettchen gehen. Mit deiner Frau. Techtelmechtel, bitte, ja. Sina. Oh, du stinkst ja immer noch wie die Sau, ne? Ich glaube, das macht dem Felix nichts, wenn ich den anweise hier. Der muss da durch. Das ist halt so, ne? Schwangere Frau und so ist immer ein bisschen kritisch. Überlegst du noch, ne? Soll ich das wirklich? Oder stinkst du das selber? Na denn also. Ihr Dreckschweine. Oh, ne. Schon, ja, schöne Scheiße, sagt er hier. Schon, ja, Mann. Ach komm jetzt, lass laufen, ne? Lass laufen. Komm, jetzt gehst du mit deiner Frau hier ins Bett. Nicht schlafen, das ist also hier mit Techtelmechtel machen. Das wollte, ach, das ist jetzt hier. So. Wegen vermissten Tiertrösten, das machen wir jetzt auch noch. Und dann gehen wir mit dir da ins Bettchen hier, oder? Romantik. Romantik. Gibt's nicht. Der will nicht. Ja, komm, wir müssen uns ein bisschen trösten. Wir stinken. Ja, hallo, ja, es ist ja, guck mal. Ich weiß auch nicht, wann es kommt hier. Es weiß nur der Daniel oder die Entwickler. Ja, ich weiß auch nicht, ich muss mal gucken. Ja, ist voll doof. Der Leon kommt schon wieder, Sina, ne? Ja, danke schön. Komm, wir gehen ins Bett. Auf wie mit Gebrüll. Ab ins Bett mit euch. Wollt ihr nicht Techtelmechtel? Meinst du, mach doch Techtelmechtel hier. Das ist doch cool. Komm. Sollen wir schmutzigen Sex haben?
schmutzig Sex haben. Darf man ja so sagen, oder? Ja. Darf man so sagen. Zweideutig, aber ja. Okay. So. Solange die Katzen das Bett nicht kaputt kratzen, ist alles ja gut. Okay. Manometer. Ach ja. Wieso höre ich jetzt keinen Ton? Was ist los? Ich höre nichts. Ich höre es nicht knistern. Ton ist kaputt. Oder was? Sieh da, wieso stehst du jetzt auf? Ach Mann. Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Du warst gerade schon im Bett. Jetzt geh bitte wieder rein. Mann. Ich muss jetzt mal hier auf die Karte gucken. Wo können wir denn hingehen nächstes Mal? Habt ihr eine Idee? Sollen wir mal wieder zur Hausboot Lounge gehen? Oder wir gehen mal hier. Wir müssen ja auch noch, genau, mit den Geistertieren, das ist ja ihr Bestreben, ihr Tierfreundin Bestreben. Und da müssen wir hier zum Friedhof mal reisen, oder? Zu der Seegras-Zuflucht, oder wie das heißt. Müssen wir unbedingt mal hin. Was war das jetzt hier? Unzufrieden, wegen mittelmäßigem Techtelmechtel. Oh, ist aber schlecht, Sina. Sorry, aber gut, das ist halt so. Die Leute haben deinen Partner ausgesucht. Es ist wie in so Zwangsehen. Mann, Daniel, heute bist du aber, ja, ist ja gut. Ich mein's doch lieb. Was ist mit dir jetzt los? Auch mittelmäßig, Techtelmechtel, ja. Also was immer der andere, aber könnt ihr ja... Wieso höre ich euch jetzt nicht mehr? Hört ihr noch Ton? Ich weiß es nicht, ob es jetzt Ton noch irgendwie... Aber ich höre keinen Ton mehr irgendwie vom Spiel. Voll verkackt hier. Ja. Bald geht's in den Dschungel. Freut ihr euch eigentlich? Holt ihr euch das Pack? Was macht ihr damit? Was soll ich bauen? Was sollen wir hier mit der Family machen? Ich glaube, wir schicken alle unsere Rentner dahin und machen voll auf Risiko, damit wir die geilsten Artefakte finden. Und wenn uns dann jemand stirbt, dann ist es halt so. Heute bin ich wirklich, ne? Heute bin ich rigoros hier. Also, ne, das ist ja wirklich mal... Heute bin ich echt anders, oder? Bin ich immer so. Was ist denn mit denen passiert? Sind die verkohlt? Nee, oder? Echt mal, die Lichterkette ist verkohlt hier wegen dem Feuer da an der Party. Naja, okay. So. Ihr zwei Hübschen. Oh, ist das komisch ohne Ton? Wieso kommt jetzt kein Ton mehr? Wieso höre ich nichts? Ich höre nichts. Hört ihr was noch? Vielleicht liegt es auch hier an meinen Lautsprechern, keine Ahnung. Eieiei. Sina. Komm, wir machen mal schneller. Wieso geht es eigentlich nicht schneller? So. Du musst auf jeden Fall duschen. Ja, wir gehen zuerst duschen. Dampfende Dusche nehmen. Schaumbad. Komm, du nimmst ein Schaumbad. Leon ist zurück. Heißt du denn hier willkommen? Ja, wir stehen auf. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Leon, wo bist du? Leon! Ah, oh, du hast ein Geschenk mitgebracht. Oh, danke schön. Ist aber nett von dir. Du hast nur was geholt und du bist gar nicht weggelaufen. Guck mal an. Willkommen heißen. Und dann... Oh, jetzt bist du krank. Na, super toll. Ich sehe schon. Umarmen und streicheln und alles. Jetzt wirst du verwöhnt. Und großes Leckerli geben hier. Ja, Felix kommt raus, der kleine Stinkmolch. So. Und dann gehst du bitte auch duschen. Baden, whatever. Baden. Gehst auch mal baden. Felix hat ein Objekt, rätselhafte Kiste, etwas gefunden. Ein Knochen. Okay. Ah. Gib mir dem Hund einen Knochen. Ein Quietspielzeug. Schön. Komm. Bisschen noch hier drum kümmern. Was musst du denn eigentlich noch machen? Kumpel von einem Tier sein. Komm, wir müssen Kumpel werden. Wir müssen hier Kumpel werden. Kann man das nicht werden? Ich möchte Kumpel werden. Füttern. Ja, füttern müssen wir dich eh. Oh, ihr Knutschis hier. Passt beide gut zusammen. Ihr seid beide schmutzig. Ihr seid beide wirklich, wirklich, wirklich dreckig. Ja, Liebe. Come on. So. Sina, wie sieht's aus? Bist du wach? Willst du mal duschen gehen, damit du nicht irgendwie noch hier vergammelst? Was ist hier los? Morgenübelkeit ja schon wieder, ne? Wir hätten länger schlafen sollen. Und hier, drittes Trimester startet gleich. Sehr gut, dann kommt bald das Baby. Baby kommt bald. Yes. Felix, was ist los? Oh, du hast voll Hunger, ne? Sonst kannst du nicht duschen gehen, wenn deine Maus da drin ist. Aufwischen.
Du kannst mal Frühstück servieren. Komm, das machst du jetzt. Obstsalat. Genau, Mami. Was machst du jetzt schon wieder? Hoch auf die Couch. Nee, du gehst jetzt hier runter, bitte kochen. Heute ist echt wieder Chaos, ne? Chaos Let's Play. Eieiei. Und du bist immer noch traurig? Ich vermisse meinen flauschigen Freund. Nee, der ist doch wieder da. Willkommen heißen. Hallo, tröstliche Umarmung. So. Felix, was gibt's bei uns zum Mampfen heute? Na? Komm, mach mal den Obstsalat. Au! Au! Ah, Finger ab. Das ist so. Ich sehe, wie du guckst, ihr gerade voll verpeilt, ne? Ich habe immer noch keinen Ton. Keine Ahnung, was da los ist. Jetzt schon wieder, Mann. Mann, ey. Und dann kannst du mal kalt duschen. Nee, nachdenken. Erfrischend ist immer gut. Erfrischend ist immer gut. Sina ist bald fertig, ne? Sina ist da fertig hier. Dann kannst du mal hier runterkommen. Dann kannst du was essen. So. Wow, so ein schöner Morgen. Good morning in the morning hier. Alter, bist du schon wieder schwanger oder was? Wieso häkelst du schon wieder so? Schneeklee-Katze hier. Ich sag's dir, ja. Das geht aber nicht. Das geht aber nicht hier. Du bist nicht schon wieder schwanger. Ich sag's dir mal. Nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Kann ich nicht glauben. Schnee, Katze. Ich bin ja nochmal traurig. Kumpel werden. Ach, bei dir geht's. Dann machen wir das doch. Ja, das brauchen wir doch hier. Kumpel von einem Tier sein. Machst du das bitte vorher und dann gehst du erst duschen. Jetzt bist du hier alleine. Ach Mensch, bitte warte doch. Jetzt hast du das hier kaputt gemacht, deswegen. Ach nö. Müssen wir das erstmal reparieren? Das ist ja wieder eine Katastrophe, echt mal, oder? Brauchen ein zweites Bad. Felix und Schnee werden Kumpel. Yay. Dann müssen sie erzählen, oder? Müssen sie erzählen jetzt. Sehr gut. Wir sind jetzt Kumpel hier, hallo? Kumpelkatze. Yay. 300 Meilensteine erreicht. Sehr gut. Jetzt müssen wir nochmal ein Tier hier Kumpel sein. Liebe spüren. Yay. Liebe. Felix, sehr kokett hier, holla. Sina, wie geht's dir? Wo bist du denn? Wieso kann ich dich nicht? Da bist du doch. Guck mal an. Oh, das ist voll Yoga. Die Jungs war auf Klo auch. Oh, oh. Das ist immer sehr kritisch, ne? Bei uns an. Oh, das ist auch kaputt. Was ist denn los? Das kann doch nicht sein hier. Mann. Echt mal. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch nicht zu glauben. Das ist doch echt nicht zu glauben. Und die Katzen fressen auch schon wieder das Krams hier, ne? Es ist so schlimm mit euch. Echt mal. Es ist wirklich schlimm. Komm, dann fress halt. Ist mir jetzt auch egal. Du kannst das gleich auch nochmal reparieren. Bitte, danke. So, komm. Bisschen noch. Sina, bist du da dich angepieselt? Dann kannst du gleich nochmal duschen gehen. Jetzt können wir nicht duschen gehen. Es ist wirklich verflucht. Das war's für heute. Nächstes Mal geht's weiter. Oh mein Gott. Und dann kommt hoffentlich das Baby von der Sina. Ich danke euch. Daumen nach oben nicht vergessen und abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Let's Play-Folgen hier zu Hunde und Katzen oder natürlich den anderen Videos hier im Channel. Danke euch. Bis dann. Macht's gut. Ciao.